In die Geschichte eines Parfums spielen Sie die Expertin für Sexualstraftaten, Nadia Simon. Wie tickt die Figur? Wie haben die Drehbuchautoren sie angelegt? Es gibt zwei Stränge, die sie verfolgt. Das eine ist ihr Beruf. Also sie ist Fallanalytikerin und ist dafür da, der Polizei zu helfen, eine Spur hinter der Spur zu finden und vielleicht ein bisschen andere Denkweisen mit einzubringen und eben das, was die Profiler so können. Und ihr privater Strang, da will ich gar nicht so viel darüber erzählen, aber das sollt ihr ja sehen, verfolgt eigentlich ganz begehrlich einen Mann. Die Serie lehnt sich ja an den Roman Das Parfum von Patrice Süskind an, zumindest in der Thematik. Wo sind da die Gemeinsamkeiten und wo sind die Unterschiede? Die Gemeinsamkeiten sind eigentlich nur die Morde, die begangen werden, also wie die Leichen zugerichtet sind, also die Haare fehlen und die Schnitte sind die gleichen wie beim Parfum. Aber alles andere würde ich davon ganz weit wegsehen. Also es geht natürlich auch ums Riechen und was das mit Menschen machen kann. Wie haben Sie sich auf die Rolle vorbereitet? Haben Sie mit Experten gesprochen und inwiefern war das hilfreich für die Rollenfindung? Ja, ich habe mit einem Profiler gesprochen. Ich habe einen Kriminalhauptkommissar getroffen, der mir zum Beispiel gezeigt hat, wie man eine Knarre hält, weil natürlich kann ich das nicht. Ich habe mit dem Ganzen nichts zu tun gehabt, auch mit der Sprache nicht. Ich wusste, also er hat mir einfach ganz viel gezeigt. Wir sind durch das Buch auch durchgegangen und haben darüber gesprochen, ob man das so sagen kann und ob das der richtige Ausdruck ist. Und ich habe natürlich auch das Parfüm nochmal gelesen, um da nochmal reinzugucken, ob da noch irgendwas drin steckt. Und ich habe mich mit der Eva Kranenburg lange unterhalten über die Rolle. Die hat mir auch weitere 4 Bücher zugeschickt, 2 über das Riechen, ganz unterschiedliche Bücher. Und ein Buch über Profiling, also Fallanalytik. Und dann noch ein Buch, was war das denn jetzt nochmal? Genau, ein Buch über Verlassenheit. Das ist auch eine wichtige Komponente der Figur. Mhm. Weil meine Figur sich gut auskennt mit Einsamkeit und Verlassensein.